Hallo, mein lieber Fisch, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Fisch. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, wenn der Text bei dir unscharf sein sollte. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wann welche Legung erscheint, das findest du wie immer unten im Infotext. Mein lieber Fisch, starten wir in deine Legung. Ja, ich sehe hier gleich schon ein bisschen gedrückte Stimmung. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass das so bleiben soll. Wir schauen natürlich wie immer zuerst darauf, was tut sich denn gerade hier. Das dürfte hier auch der Grund sein, warum du bei dieser Legung gelandet bist, ja. Also ich sehe hier einen größeren Block. Das gehört für mich ganz eindeutig zusammen. Auch wenn ich mir die ganze Anfangsenergie ansehe, ja, da haben wir auch schon, ja, einiges für dich, ja, das dir hier weiterhelfen dürfte. Ich sehe, irgendetwas belastet dich aktuell. Das hat mit einer zwischenmenschlichen Situation zu tun. Das kann jetzt eine bestimmte Person sein oder eine Personengruppe. Ich nehme hier tatsächlich bei einigen auch eine, ja, eine Gruppendynamik wahr. Was aber, ja, und das ist auch immer wichtig zu beachten, nicht bedeutet, dass die Menschen, um die es hier geht, ja, dass das bösartige Menschen sein müssen oder Menschen, die hier irgendetwas im Schilde führen. Es kann natürlich sein, muss aber nicht. Also es ist immer wichtig, im Anschluss an eine Legung noch ein bisschen darüber zu reflektieren, das Ganze noch auf sich wirken zu lassen. Ich sehe hier, du fühlst dich in irgendeiner Form unterdrückt, ja, oder vielleicht auch hinten angestellt. Manche fühlen sich hier vielleicht auch irgendwo ausgeschlossen. Aber, und das ist jetzt das Spannende, mein lieber Fisch, das ist hier ein Wendepunkt, den das Universum hier ganz klar für dich kennzeichnet, den du hier auch ins Rollen bringen kannst. Ich sehe hier auch irgendwo die Macht der Gewohnheit für viele. Bei manchen sind das hier auch Ablenkungen, ja, vielleicht eben auch, also das könnte jetzt sein, wenn du hier, ja, wenn du es hier mit Menschen zu tun hast oder mit einer bestimmten Person, die hier mehr den eigenen Vorteil im Hinterkopf hat, ja. Dass dir hier vielleicht auch das ein oder andere versprochen wird, das dich in gewisser Art und Weise dazu bringen soll, dass du hier noch abwartest, ja, oder dass du dich hinhalten lässt. Da ist es natürlich immer sehr, sehr wichtig, gerade bei einer allgemeinen Kartenlegung, dass du hier wirklich genau hinsiehst. Welche Dynamik zeigt sich bei dir? Was fühlt sich hier so schwer an? Denn das kann ich hier einfach sehen. Irgendetwas belastet dich. Ich habe auch das Gefühl, dass du nicht, dass du hier nicht wirklich darüber sprichst. Das ist mehr so ein Gefühl oder so eine Stimmung, die sich hier entwickelt hat. Und da sehe ich eben auch dieses Thema. Irgendetwas könnte dich hier dazu verleiten, dass du hier abwartest. Aber ich habe hier auch das Zeichen liegen. Was bedeutet, ja, also das Universum tritt in Kontakt mit dir, vielleicht auch deine geistige Führung, ja, je nachdem, woran du glaubst. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ich sehe hier, dir werden Zeichen gesendet. Also ist es jetzt aktuell besonders wichtig, Augen und Ohren wieder aufzusperren, ja, sich die Zeichen anzusehen, die dir gesendet werden. Das kann ganz individuell auf deine Situation zugeschnitten sein. Es könnte sich natürlich auch um Synchronizitäten handeln. Ja, also wer schon länger dabei ist, weiß, ich lasse immer gerne Zahlen mit einfließen. Wir haben hier ja auch einen Engelszahlenzyklus im Deck. Also könnte es sein, dass du doppelt oder dreifach Zahlen in letzter Zeit mehrfach wahrnimmst. Ja, vielleicht eben auch eine ganz bestimmte Kombination. Es können auch mehrere sein. Sollte das bei dir der Fall sein, dann wie immer meine Empfehlung. Ja,
die Synchronizitäten, die sich bei dir wiederholen. Ja, denn manche sind auch sehr sensibel, was Zahlen betrifft, nimmt man dann sehr viel wahr. Da ist es dann wirklich darauf zu achten, was zeigt sich häufiger. Und da dann wirklich nachzulesen, denn du bekommst hier Zeichen gesendet, die dir dazu verhelfen sollen, dass du dich hier irgendwo auch selbst befreien kannst. Ja, und das heißt, wie gesagt, auch nicht, dass die Personen, mit denen du es hier zu tun hast, bösartige Menschen sind. Es geht hier mehr darum, eine negative Energie aufzulösen, ja, die aus keiner bösen Absicht heraus entstanden sein muss. Und das ist hier ganz bezeichnend. Und auch hier auf der zentralen Ebene sehe ich ja diese Situation, so drückend das auf mich ja auch wirkt, ist ein Befreiungsschlag für dich, ist eine sehr, sehr große Chance. Und darauf möchte dich das Universum aufmerksam machen. Und da schauen wir jetzt noch schnell in die Außenschau. Wir schauen ja immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und hier haben wir auch schon eine Ankündigung. Ja, also wir nehmen in der Außenschau ja auch oft gewisse Tendenzen wahr oder sehr hohe Wahrscheinlichkeiten. Da zeigen sich oft Dinge, die sich auf dich zubewegen oder schon sehr greifbar sind. Und hier sehe ich, dass eine negative Fremdenergie dahin zurückgehen soll, wo sie hergekommen ist. Ja, das muss jetzt, wie gesagt, keine böse Absicht sein. Es wirkt einfach oder es ist für dich einfach eine schwere negative Energie, die vom Außen kommt, die jetzt zurückgesendet werden soll. Und da bin ich mir auch sehr sicher, dass wir hier für dich noch die ein oder andere Information erhalten, was du hier tun kannst, denn in meinen Legungen geht es natürlich auch immer darum, dass man selbst ins Tun kommt, denn man hat das eigene Schicksal natürlich auch immer selbst in der Hand. Und da sehe ich, dass sich eine Blockade auflöst oder ja, etwas, das sich hier angestaut hat, endlich wieder in den Fluss kommt. Also du bist hier definitiv, mein lieber Fisch, du bist definitiv am richtigen Weg. Und jetzt schauen wir gleich mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Was ist herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Da starten wir jetzt gleich auf deiner Ebene. Da zeigt sich ja das Thema Reue, Bedauern. Und das nehme ich hier sehr, sehr stark in der Hinsicht wahr, dass du auf ein vergangenes Ereignis blickst, ja. Und hier irgendwie ja auch das Gefühl hast, du möchtest hier etwas verändern. Ja, und das ist natürlich, das zeigt sich dann natürlich auch als Blockade, denn die Vergangenheit ist ja bereits geschehen. Da können wir nicht mehr wirklich viel verändern. Es geht hier dann mehr darum zu erkennen, was kann ich in Zukunft anders machen. Ja? Und das ist ein Thema, das dich aktuell auch sehr beschäftigt. Das kann auch ein vermeintlich kleineres Thema sein, aber irgendwie arbeitet es in dir. Und es ist auch etwas, das dir bewusst ist. Ja? Und da ist es jetzt wichtig, den Blick nach vorne auszurichten. Ja, also hier, vielleicht ist dir hier auch ein Fehler unterlaufen. Niemand ist fehlerfrei, mein lieber Fisch. Also das gehört zum Leben dazu. Und meistens lernen wir aus den Fehlern, die wir machen, am allermeisten. Also ist es hier wichtig, ja, zur Ruhe zu kommen, das versuchen zu akzeptieren, was hier geschehen ist. Ja, denn vielleicht denkst du dir hier, ach, hätte ich doch anders reagiert oder hätte ich doch das gemacht oder hätte ich dieses oder jenes doch nicht gemacht. Es ist nun mal so, wie es ist, mein lieber Fisch. Und das ist hier entscheidend, den Blick nach vorne auszurichten. Denn das, was geschehen ist, hat, auch wenn das hier unangenehm ist und auch wenn das hier vielleicht schon für einige viele Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt, das hat einen bestimmten Grund, warum das geschehen ist. Und der Grund ist nicht, ja, dass du dich hier dass du dich hier vielleicht auch fertig machst oder dergleichen, sondern das hatte einen bestimmten Sinn, der soll sich nämlich jetzt dann auch bemerkbar machen, ja, also diese Blockade hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit aufgelöst zu werden. Ich meine, prinzipiell schauen wir uns ja auch immer Blockaden an, die eben auch bereit sind, aufgelöst zu werden, ja, also eben die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, aufzulösen, die sich jetzt aktuell zeigen. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter
hier liegt eine Veränderung, die aktuell noch blockiert ist. Diese Veränderung scheint auch anzustehen. Das ist etwas, das dir auch bestimmt ist, wenn ich mir so das restliche Bild ansehe. Das ist ja mehr eine zeitliche Blockade. Da bekommen wir dann natürlich auch noch Informationen gleich in den Lösungsimpulsen. Aber vorher gehen wir noch auf die Ebene des Umfeldes. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat. Und hier liegt ein Anfang. Da kann es jetzt darum gehen, ja, dass es hier vielleicht um einen bestimmten Kontakt geht oder eine Personengruppe, wo etwas auf Null gesetzt werden soll, wo man von vorne beginnen soll. Hier kann es natürlich auch um neue Kontakte gehen, wenn du das Bedürfnis hast, neue Kontakte zu knüpfen. Es kann natürlich auch beides zutreffen. Hier liegt ein frischer Neustart, ein Anfang, der aktuell eben noch blockiert ist. Was für mich natürlich auch ein Hinweis ist, dass hier eine Verstrickung stattgefunden hat, wo du vielleicht aktuell das Gefühl hast, da lässt sich nicht wirklich etwas verändern. Nur, mein lieber Fisch, wir haben hier schon die Hinweise, die Veränderung, die macht sich auch schon in den Blockaden bemerkbar. Also das ist etwas, das kommen soll, also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es sich auch zeigt. Und wir haben hier auch den Anfang im Umfeld liegen. Was bedeutet, diese Verstrickung, die kann durchaus gelöst werden. Hängt jetzt davon ab, wie du zu dieser Person oder dieser Personengruppe stehst. Ja, für manche geht es ja darum, dass hier etwas geklärt werden soll. Bei anderen kann es natürlich auch sein, dass es hier vielleicht darum geht, dass man sich von dieser Person oder Personengruppe distanzieren möchte oder vielleicht auch lösen möchte. Wenn zweiteres der Fall ist, mein lieber Fisch, dann ist das aber etwas, ja, mit dem du dich schon länger beschäftigst, und das ist auch etwas, das sollte man nicht leichtfertig tun, und das sollte auch wirklich, da ist es auch wichtig, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, ja, bevor man so einen Schritt wagt, ja. Das sollte man nicht aufgrund einer Kartenlegung dementsprechend entscheiden, weil ich hier einfach auch ganz klar sehe, dass da auch die ein oder andere verfahrene Situation sichtbar ist, wo es, auch wenn es in der aktuellen Situation aussichtslos scheint, ganz klar darum geht, dass man sich hier wieder neu begegnet, ja, also neu beginnt. Und da geht es um etwas, das dir bewusst werden darf. Und da schauen wir jetzt mal direkt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Wir gehen jetzt gleich mal auf deine Ebene. Da zeigt mir das Universum für dich, es gibt hier etwas nachzulesen oder zu recherchieren. Es geht um die Thematik Informationen einholen. Ja, das steht hier irgendwo auch in Zusammenhang mit diesem Bereuen, ja, mit dieser Reue, die sich hier zeigt. Also irgendetwas, das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Das kann hier eben auch etwas sein, das hier direkt mit dieser Person oder Personengruppe zu tun hat. Also dieser Lösungsimpuls hat mit dieser Situation zu tun. Die Reue oder das Bereuen kann damit zu tun haben, kann aber auch ein vergangenes Ereignis sein, das jetzt in die aktuelle Situation, ja, blockierend hineinwirkt. Und deshalb ist es wichtig, ja, was die aktuelle Situation betrifft, dass du hier Informationen einholst, dich informierst, recherchierst. Das kann auch bedeuten, nachzufragen. Bei manchen sehe ich hier tatsächlich auch eine Rechtsberatung, ja, die hier anstehen könnte. Dann ist das aber hier auch schon bewusst. Es kann ja auch um einen Expertenrat oder dergleichen gehen. Und was wir hier auch noch liegen haben, ist der richtige Weg. Wie ich hier auch schon erwähnt hatte, du bist am absolut richtigen Weg, und das hier in diesem Zusammenhang bedeutet, du wirst hier einen Weg erkennen, der sich auch für dich richtig und gut anfühlt. Schauen wir mal weiter. Hier geht es jetzt um diese Veränderung, die hier schon in den Blockaden liegt. Ja, und das liegt ja auch auf der zentralen Ebene. Also ist es hier etwas Wichtiges für dich? Das kann natürlich auch eine scheinbar kleine Veränderung sein mit großer Wirkung. Und das Universum zeigt mir hier, es geht darum, etwas abzuschließen. Für irgendetwas ist hier die Zeit abgeschlossen.
gelaufen. Das könnte jetzt auch ganz banal sein, um ein Beispiel zu nennen, dass hier vielleicht etwas eingereicht werden soll, dass es um eine bestimmte Frist geht. Es ist etwas, das dir bewusst ist, ja, das abgeschlossen werden soll. Und das löst hier auch diese Veränderung aus. Wir gehen jetzt noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Das sagt das Universum, es ist für dich jetzt auch ganz besonders wichtig. Und Achtung, da geht es jetzt nicht um toxische Positivität, sondern es geht darum, dass mehr den Blick auf das Positive zu richten. Ja, also was tut sich hier im Umfeld, vielleicht auch mit dieser Person oder Personengruppe, das an sich positiv ist, ja, vielleicht eben auch für manche der Blick in die Zukunft, also was, auf was bewegst du dich zu oder auf was bewegt man sich hier gemeinsam zu? Denn da gibt es etwas Positives oder sogar mehrere Aspekte. Das kann jetzt eben auch, kann auch bedeuten, dass man hier vielleicht erkennt, man dreht sich hier in dieser Verbindung oder in diesen Verbindungen im Kreis und es werden hier andere Verbindungen plötzlich sichtbarer, die hier ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Und du kannst hier vielleicht eben auch feststellen durch eine Art Vergleich, was hier ganz konkret negativ abläuft und was sich hier verändern soll, denn es geht hier eben auch ganz klar um eine Veränderung und auch darum, dass hier irgendetwas, das sich negativ auf dich auswirkt, das vom Außen kommt, hier umgekehrt werden soll, vielleicht eben auch in eine Art Heilung gehen soll. Und auch hier, mein lieber Fisch, und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, zeigt mir das Universum für dich, es gibt hier Informationen einzuholen oder in gewisser Art und Weise irgendetwas dazu zu lernen. Also da ist es jetzt natürlich wichtig, dass du dir auch die Zeit nimmst. Ich sehe jetzt nicht zwingend, dass es hier um eine gewisse Eile geht, sondern hier wirklich auch darum geht, den Inhalt der Legung noch ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Denn ich habe das Gefühl, etwas soll auch bewusst werden und das wird hier bewusst durch konkrete Informationen. Also für viele sehe ich hier tatsächlich, man kann hier irgendetwas zu der aktuellen Situation. Man kann hier etwas nachlesen. Vielleicht gibt es auch diverse Videos, wo es vielleicht um den Inhalt geht, der dich gerade betrifft. Ja, also das ist absolut auch möglich. Und natürlich auch wieder das Thema mit dem direkt nachfragen oder vielleicht eben mit einem, ja, hier Expertenwissen einzuholen, ja, also das ist hier, das wird mir hier sehr hervorgehoben für dich, was hier eben auch dazu führen soll, dass du hier auch eine gewisse Sicherheit hast, dass du hier auch erkennst, irgendetwas wird hier plötzlich klar, einfach weil ich mir Informationen einhole, was dann dazu führt, ja, dass du hier auch sehr, also dieses Bild wird mir hier gezeigt, dass du hier auch in einer gewissen Ruhe diese Veränderung auch zulassen kannst. Und da schauen wir jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Da möchte ich gleich auf der zentralen Ebene starten, ja, denn da haben wir jetzt eine kleine Kurskorrektur. Das ist jetzt nichts Beunruhigendes, mein lieber Fisch. Hier geht es eben darum, dass es wichtig ist, hier wird mir eine Kommunikation angezeigt, ja, die für dich oder wo hier für dich einiges in Bewegung kommen könnte, wo das hier oben drauf irgendwie dann ja das Tüpfelchen auf dem I sein könnte, was hier Unruhe hineinbringen könnte. Deshalb ist es jetzt wichtig, sich um diese Sache zu kümmern, die abgeschlossen werden soll. Und das kann hier durchaus diese Kommunikation sein, die jetzt ansteht. Also vielleicht geht es hier tatsächlich um eine gewisse Frist, die hier vielleicht übersehen werden könnte. Also schau noch mal in deinen Kalender, ja, welche Termine sich hier zeigen, ja, oder um welche Fristen es hier gehen könnte, denn diese Unruhe, die soll sich nicht zeigen. Und es geht hier um eine Kommunikation. Und entweder geht es hier darum, dass diese Sache, die hier abgeschlossen werden soll, mit einer Kommunikation zusammenhängt. Oder diese Sache, die hier offen ist, nicht wirklich mit dieser Kommunikation zusammenhängt.
aber sich hier in der Tendenz, also in weiterer Folge, bemerkbar machen wird, wenn man das hier weiter trägt und sich dann hier unruhig auf diese Kommunikation auswirkt. Ja, also überprüfe mal, was aktuell bei dir abgeschlossen werden soll. Gehen wir auf deine Ebene. Hier sehen wir auch die Veränderung, die sich hier zeigt und auch hier zeigt. Das Universum zeigt mir hier für dich, du bist hier an einem Wendepunkt, beziehungsweise dieser Wendepunkt wird dir bewusst werden. Da geht es eben dann auch um diese Informationen und irgendetwas kann hier bereinigt werden. Ja? Also irgendeine Belastung kann hier aufgelöst werden, wodurch sich hier auch der neue Weg, ja, oder ein neuer Abschnitt bemerkbar macht bzw. sichtbar für dich wird. Und etwas, das hier nicht mehr hingehört, ja, also das kann hier losgelassen werden. Dann gehen wir noch auf die Ebene des Umfeldes und hier wird tatsächlich eine angenehme Phase oder ein angenehmer Abschnitt angekündigt, mein lieber Fisch. Ja, also das ist wirklich wunderbar von der Tendenz her. Und da sehe ich auch, dass hier etwas, das aktuell noch im Verborgenen ist, sichtbar werden soll. Also irgendeine Ungereimtheit oder eine Unklarheit, die wird hier geklärt werden oder wird hier auch sichtbar dadurch, dass sich hier ein sehr positiver Abschnitt ankündigt. Dieser positive Abschnitt im Umfeld, ja, der hat aber auch mit diesen Informationen zu tun, wo das Universum sagt, du kannst hier etwas nachlesen, ja, du kannst hier irgendwelche Informationen einholen, etwas recherchieren oder nachfragen. Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Fisch. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.